Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. In meinem heutigen Video wird wieder gekocht. Diesmal gibt es etwas Herzhaftes mit Fleisch. Ein Essen für unsere Männer. Natürlich kommt auch noch etwas Gemüse dazu. Und zum Sattwerden gebe ich noch ein paar Kartoffeln mit hinein. Ich koche eine Gulaschsuppe. Die ist auch ganz einfach zuzubereiten. Kleinschneiden, anbraten, kochen und essen. Na, wie klingt das? Ist das wieder was für euch? Da fange ich auch gleich an. Doch zuvor abonniert noch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Für die Gulaschsuppe brauchen wir 500 Gramm Fleisch. Ich habe Schweinefleisch genommen, eine Paprika, zwei Möhren, eine kleine Zucchini, drei Kartoffeln, 200 Gramm Tomaten aus der Dose, 500 Milliliter Rinderbrühe, einen halben Teelöffel scharfen Paprika, einen Esslöffel Rosenpaprika, zwei Lorbeerblätter, einen halben Teelöffel Majoran, eine Zwiebel, etwas Öl zum Anbraten, Salz und Pfeffer. Für unsere Suppe schneide ich als erstes die Zwiebel klein. Und diesmal kommen auch mir die Trillen. Das Fleisch habe ich abgespült, trocken getupft und nun schneide ich es klein. Bei den Stücken solltet ihr darauf achten, dass ihr sie nicht zu groß schneidet. Sie müssen nämlich auch noch auf den Löffel passen. Für die Suppe könnt ihr natürlich Rindfleisch oder gemischtes Fleisch nehmen. Nun braten wir das Fleisch und die Zwiebeln an. Zum Braten nehme ich immer geschmacksneutrales Öl, das heißt Sonnenblumen- oder Rapsöl. Heute brate ich als erstes das Fleisch an. Je nachdem, wie viel Fleisch ihr anbraten wollt, nehmt ihr entweder einen größeren Topf oder bratet es portionsweise an. Das austretende Wasser wird verkocht, dafür schiebt ihr einfach das Fleisch an den Rand. Und danach wird das Fleisch ordentlich angebraten. Nun kommen die Zwiebeln dazu und werden mit angebraten. Wenn sie glasig sind, gieße ich etwas Brühe in den Topf und kratze das Angesetzte vom Boden. Das brauchen wir für den Geschmack und die Soße. So sauer konnte der Boden aussehen. Danach gebe ich die Paprikapulver auf das Fleisch und verrühre sie. Dann werden die Tomatenstücke in den Topf gegeben und ebenfalls verrührt. So, nun würze ich noch mit Salz und Pfeffer und rühre beides unter. Dann gieße ich die restliche Brühe in den Topf. Für den Geschmack gebe ich noch zwei Lorbeerblätter und den Majoran hinein. Nun noch einmal umrühren. Ach, wir haben heute ein sehr rührendes Video. Deckel drauf, aufkochen und dann 60 Minuten köcheln lassen. Mein Fleisch kocht nun 50 Minuten, das heißt, ich kann das Gemüse klein schneiden. Mit der Paprika fange ich an. Zuerst schneide ich den Deckel und dann den Boden ab. Ich stelle die Paprika hin und kann nun ganz genau sehen, wie ich an den Kernen vorbeischneiden kann. Aus den großen Paprikastücken schneide ich nun kleine Würfel. Als nächstes schäle ich die Möhren und mit meinem Gemüseschäler schneide ich sie wieder in dünne Scheiben. Ihr könnt die Möhren auch ganz normal klein schneiden. Die Zucchini schneide ich in Scheiben. Wenn ihr eine kleine Zucchini nehmt, habt ihr nur ein kleines Kerngehäuse, welches ihr nicht entfernen müsst. So, die großen Scheiben teile ich noch einmal. Zum Schluss werden die Kartoffeln geschält und in kleine Stücke geschnitten. Am besten nehmt ihr für die Suppe festkochende Kartoffeln. Nachdem das Fleisch nun 60 Minuten gekocht hat, gebe ich das kleingeschnittene Gemüse in den Topf. Die Möhren, die Kartoffeln und die Paprika. Ich rühre alles um, lasse es 10 Minuten kochen und erst dann gebe ich die Zucchini dazu. Und wie sollte es anders sein, verrühre ich wieder alles. Nun muss die Suppe noch weitere 10 bis 15 Minuten kochen, bis sie fertig ist. Mein Süppchen ist fertig gekocht und im Gegensatz zum Kuchenbacken müssen wir nicht darauf warten, dass sie abgekühlt ist, denn wir wollen sie ja heiß genießen. Dann werde ich die Suppe mal probieren. Lecker!
schön kräftig. Von dem scharfen Paprika solltet ihr aber wirklich nicht zu viel nehmen. Die Suppe kann man auch schon am Abend zubereiten, lässt sie über Nacht ziehen und dann schmeckt sie am nächsten Tag viel besser. Wenn ihr auch einmal diese Mahlzeit zubereiten möchtet, findet ihr das Rezept immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!